Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Rotmagier-Jobklassen-Quest hier im Spiel Final Fantasy XIV Stormblood. Es geht mit euch zusammen weiter auf eine längere Reise, so scheint es, denn ich bin erst Level 54 und das bedeutet, hier geht es also weiter, wo ich gerade stehe. Um es genau zu sagen, muss ich mal das Interface einblenden, wo stehe ich denn gerade? Genau dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben, ab Stufe 52, da waren wir stehen geblieben hier im westlichen Tarnalarm bei den Koordinaten X12, Y12, bei unserem Xun Tier, unseren ja, Rotmagiermeister, der uns auch den Jobplestral überreicht hat. Und dort werden wir jetzt auch die 54er Quest natürlich wieder annehmen. Und ich werde mich mal zu ihm begeben und währenddessen nochmal kurz den Hinweis auch euch mal weiterleiten. Solltet ihr mal eine Jobklassenquest des Rotmagiers oder auch anderen Jobklassen verpasst haben, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr auch den Link zur jeweiligen Playlist. Also ihr verpasst hier auch wirklich gar nichts. Und ja, das Einzige, was ihr verpasst habt, ist, dass ich mich auch umgezogen habe. Zumindest die Leute, die schon die letzten Folgen mich begleitet haben. Dir wird nur auffallen, meine Güte, Sarina, du hast hier ein neues Outfit an, was ist denn los mit dir? Naja, ich entwickle mich hier auch ein bisschen weiter, nicht nur vom Level, sondern auch vom Gear natürlich, sprich von der Ausrüstung. Und da muss ich sagen, ich fühle mich jetzt sehr wie ein Magier irgendwie, ich weiß auch nicht. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe ja auch schon bei den letzten Jobklassenquests des Rotmagier erwähnt, dass sich das Set des Rotmagier auch noch teilt mit weiteren Klassen. Das heißt, dieses Ausrüstungsset, was ihr gerade hier seht, das hat ja nicht nur der Rotmagier zur Verfügung, sondern auch zum Beispiel der Beschwörer. Ja? Also Black Mage und der Beschwörer, diese beiden weiteren Klassen nutzen das gleiche Set in diesem Fall. Und das ist so ein bisschen, muss ich sagen, wie soll ich das erwähnen? Also ich finde es ein bisschen schade. Also ist natürlich irgendwie auch klar gewesen, dass das Set sich mit einer anderen Klasse teilt. Das war ja auch schon zu Heavensward mit dem Dunkelritter war es ja auch schon gewesen. Und auch mit dem Astrologen, da gab es ja auch sozusagen Parallelen zu den anderen jeweiligen passenden Klassen. Aber hier vom Rotmagier, finde ich, ist es etwas gewöhnungsbedürftig. Also wie gesagt, bei den letzten Klassenquests habt ihr mein ursprüngliches Outfit gesehen, weil ich ab Stufe 50 von dem X-Tier bekommen habe. Und das sah alles sehr körperbetont aus. Und das hatte so auch wirklich was sehr Spezielles vom Stil her, muss ich sagen. Und wenn ich so meine Bewaffnung sehe, hier dieses Schwert, diesen Degen, und da komme ich mir so vor, als würde ich irgendwie fechten. Ja, und wenn ich so einen Fechter oder eine Fechterin vor Augen habe, diesen Sport oder diesen Kampfsport ausführt, dann ist das immer auch sehr figurbetont. Ich weiß nicht, ob das gut rüberkommt, aber wisst ihr, was ich meine? Also das ist eher so eine Kutte, was ich gerade trage. Und das andere Outfit ab Stufe 50 war ein bisschen figurbetonter und passte so ein bisschen besser für meine persönliche Fantasie zu dem Rotmagier. Auch wenn er ja auch eine Fernkampfklasse ist. Wobei auch beides, ne? Haben wir herausgefunden, der Rotmagier ist eher so Fernkampf, aber auch teilweise Melee, sprich Nahkämpfer. Und das ist so ein bisschen schwierig, finde ich, so vom Set irgendwie jetzt so einen Einklang zu bringen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Könnt ihr auch gerne mal in die Beschreibung, wie gesagt, in die Kommentare reinschreiben. Wie seht ihr das persönlich? Ja? Also mal Vergleich halt zu dem vorherigen Set, was ich anhatte und jetzt hier dem klassischen Caster-Outfit. Schreibt es mal rein in die Kommentare, wie ihr so das seht, wie sollte ein Rotmagier angezogen sein. So, und währenddessen ihr das macht, werde ich jetzt mal die Quest weitermachen. Und wir waren hier stehen geblieben beim X und hier. Von der Story war es, glaube ich, so gewesen, dass wir einen Kaufmann mit dem Namen Wilkin war es gewesen, ne? Ja, ja, genau. Der Wilkin, den haben wir sozusagen beschützt. Und der ist halt ein Kaufmann aus Alamigo. Und der sollte irgendwie umgebracht werden. Und weil er die Befreiungsarmee von Alamigo halt mitfinanziert. Und irgendjemand hat da ein Problem mit. Aber bevor wir diese Person noch weiter befragen konnten, die den Wilkin überfallen haben, ist der irgendwie in ein Boot gesprungen, hier, irgendwie von der Küste, ins ein Bötchen gesprungen und ist irgendwie zum Handelsschiff gerudert, also abgehauen. Und jetzt sind wir auf der weiteren Spur und gucken mal, ob wir jetzt hier was Näheres erfahren, wer hier etwas gegen die Befreiungskämpfer von Alamigo hat. Und dafür werden wir jetzt mit dem X-Tier wieder sprechen, wie gesagt, hier bei den Koordinaten X 11, Y12 im westlichen Tarnalarm. Also, auf geht's. Und da haben wir die nächste Quest, ab Stufe 54, mit dem Namen Eine schicksalshafte Begegnung. Okay, das hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Es gibt ein bisschen Routine, es gibt ein bisschen Gil und es gibt Story. Auf geht's.
So, und Xuntia sagt folgendes. Was diesen Angreifer betrifft, beziehungsweise die ganze Gruppe von Assassinen, ich habe den Bund der Morgenröte gebeten, der Sache nachzugehen. Sie melden sich, sobald sie etwas herausfinden. Okay, das ging schnell. Telefon. Wenn man vom Teufel spricht. Ja, hier spricht Xuntia. Oh, und sie sind noch dort? Ah, besten Dank. Aha. Naja, ich habe dir doch erzählt, dass der eine Angreifer, den ich entkommen ließ, an Bord eines Handelsschiffs geflohen ist. Ja, das habe ich gerade auch den Zuschauern erzählt. Ja, ja. Ich habe gerade erfahren, dass es in Bierhafen im westlichen Lanusir eingelaufen ist. Lass uns sofort dorthin aufbrechen. Okay, Bierhafen. Lanusir. Interessant. Die Frage ist natürlich, was werden wir da herausfinden? Die Frage, die ich mir auch gerade zusätzlich stelle, ist, warum heißt der Bierhafen Bierhafen? Ich meine, ich war da schon oft gewesen, jetzt hier im westlichen Lanusir, am Bierhafen. Ist also nicht allzu fremd, aber so gerade stelle ich mir die Frage, warum heißt es überhaupt Bierhafen? Wahrscheinlich, weil hier sehr viel Bier im Umlauf ist, wa? Das wäre wohl sehr naheliegend. Aber vielleicht werden wir es auch noch im Zuge einer anderen Quest herausfinden. So, okay, komm. Sprechen mit dem X und Tier. Mal schauen. So, angekommen und er sagt folgendes. Tut mir leid, dass ich dich überall hinschleppe. Aber das verdächtige Handelsschiff soll tatsächlich in dieser Bucht vor Anker liegen. Vielleicht können wir mehr über das Schiff und seine Besatzung in Erfahrung bringen. Kannst du dich bitte hier im Bierhafen umhören? Ich werde auch die Ohren aufhalten und wenn wir was herausgefunden haben, treffen wir uns wieder hier. In Ordnung? Ja, kein Problem. Okay, das heißt, wir werden mal ein bisschen rumlaufen müssen. Hier gerade ein bisschen Schlechtwetterfront. Bisschen düster, aber gut. So, wo müssen wir hin? Warte mal kurz die Karte. Mal genauer öffnen. So, da sehen wir schon die Markierung. Das passt also. Hier geht es, glaube ich, auch ins Gasthaus, oder? Ja. Da kann ich mich auch ganz grob daran erinnern, als Ninja. Als Schorgespräch Ninja musste ich auch mal, glaube ich, hier hin in diese Taverne. Wenn ich mich nicht ganz irre. Also ist nicht allzu fremd. So, was haben wir hier für eine Situation? Aha, hier haben wir den Rheinfred. Was sagt denn der so? Na los, Mädchen, stoß mit mir an. Das Bier ist gut und günstig. Ich habe schon mein ganzes Vermögen aus meiner Zeit als Söldner versoffen. Naja, okay. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. So, was haben wir noch hier? Okay, mit denen kann ich nie quatschen. Was ist das hier? Aha, lasst euch unser Dunkelbier schmecken, sagt die werte Dame vor mir. Ja, und wo ist das Dunkelbier? Wird hier gerade was gebraut? Das sieht aber nicht nach Bier aus, sondern eher sehr gesund hier. Ist das hier irgendwie zur freien Entnahme? Ich weiß nicht. Sieht aber lecker aus. So, und was haben wir hier? Aha, der bechert auch fröhlich. Ich bin überhaupt nicht besoffen. Nee, gar nicht. Der torkelt schon ein bisschen. Und der kleine Lalafell, der ist auch schon so teilweise abwesend. Entweder ist ihm das peinlich, was der große Mann hier gerade abzieht, oder der ist auch schon total dicht. Ich weiß auch gar nicht, ob Lalafels grundsätzlich, wenn sie Alkohol konsumieren oder allgemein Getränke zu sich nehmen, ob sie dann dementsprechend eine kleine Flasche haben. Wisst ihr, was ich meine? Weil stellt euch vor, der Rohagin, der würde dem Lalafell hier seine Pulle geben, seine Weinflasche, so groß wie sie ist, dann wäre die Weinflasche größer als der Lalafell. Also das sind schon interessante Fragen, die mir gerade durch den Kopf schießen. Also konsumieren Lalafels genauso den Alkohol aus Flaschen wie große Menschen? Oder haben sie so ganz kleine Flaschen, so 0,5 Liter Bierflächen? Ich weiß nicht, aber das könnte man ja auch mal hinterfragen. Interessanter Ansatz. So, was haben wir noch hier? Steht zu Diensten, sagt hier die Dame. Okay, das sind wohl Abenteuer. Aber ich glaube, wir müssen zu dieser werten Dame mal gucken, was die zu sagen hat. Und sie sagt folgendes. Na hoi, das Handelsschiff in der Bucht, naja, darüber weiß ich absolut gar nichts, außer dass die Mannschaft mir nicht ganz geheuer ist. Ach ja, angeblich haben die Gelbjacken ein Auge auf das Schiff. Am besten ist es, sich von den Ganzen fernzuhalten.
Ich will auch nicht in irgendwas verwickelt werden. Also lass mich jetzt bitte in Ruhe, ja? Okay. Also die Gelbjacken sind ja für die Sicherheit hier im Biohafen zuständig. Das haben wir auch schon mal in den vorherigen Storylines herausgefunden. Also nicht vom Brotmagier, aber allgemein. Also die heißen nicht nur Gelbjacken, weil sie gelbe Jacken tragen, sondern auch, weil sie auch für die Sicherheit sorgen hier. Aber sonst natürlich hauptsächlich wegen der Jackenfarbe, glaube ich, oder? Gut, okay, was haben wir noch hier? Also, vielleicht erfahren wir jetzt auch ein bisschen mehr über die Gelbjacken, die wissen was Näheres. So, okay. Es wird ein bisschen heller, freundlicher, freut mich. Das heißt, weiter geht's. So, geht's hier auch rein? Da geht's auch rein. Schauen wir hier, was haben wir hier? Hier haben wir den Jens the Tank. Ein Spieler. Okay, interessanter Name. Aber ich glaube, hier müssen wir gar nicht hin, oder? Nee. Die ruhen sich hier aus. So, der sagt hier, ich habe wohl ein bisschen zu viel getrunken. Ja, ja, scheint so. Ist, glaube ich, so ein generelles Problem hier im Bierhafen. So. Was haben wir hier noch? Mhm. Da zählt jemand die Waren. Okay, okay. Okay, so. Und hier sind wir bei der bescheidenen Händlerin. Okay. Ich glaube, mit der müssen wir quatschen. Auf geht's. So, und die bescheidene Händlerin, kleine Lalafilm, sagt folgendes. Ob ich etwas über das Handelsschiff draußen in der Bucht weiß? Nun, um dieses Schiff ranken sich viele Gerüchte. Angeblich befährt es Handelsrouten nach Ratz Athan im Nahen Osten. Aber ich habe gehört, dass die Mannschaft ungewöhnlich schweigsam ist. Außerdem achten sie mehr darauf, dass, niemand an ihrer Fracht herumschnüffelt. Wenn du mich fragst, ist das kein gewöhnliches Handelsschiff. Okay. Es wird definitiv interessant. Aha, aha, aha. Okay. Was haben wir noch hier? Bedrohliche Navigatorin. Die sieht aber gar nicht so bedrohlich aus. Nee, also die sieht nicht bedrohlich aus und die hat extrem blaue Augen. Heidewitzka. Sehr schön. So, okay, warte. Sprech mit der auch nochmal. So, und die bedrohliche Navigatorin sagt folgendes. Hä? Ich soll dir was über das Handelsschiff in der Bucht erzählen? Mit dem Schiff stimmt was nicht. Das, da kannst du aber einen drauf lassen. Ein Kumpel hat beobachtet, dass sie mit den verdammten Galeeren in Kontakt stehen. Ich habe keinen Schimmer, was sie transportieren. Würde ich aber gerne wissen. Die schmuggeln garantiert verbotene Ware. Oder, wer weiß was. Okay. Okay. Also, Ferner Osten hört sich sehr nach Stormblood an, der Erweiterung. Das freut mich natürlich. Da kommt schon mal der erste Hinweis. Aber was für Waren würden die denn transportieren wollen für die Galea? Also, dass die Galea jetzt hier nicht gerade hier unsere Best Buddies sind, das ist ja auch klar. Aber was könnten die transportieren? Wahrscheinlich Waffen, oder? Ich glaube nicht, dass es normaler Alkohol ist. Also ich tendiere zu Waffen. Und da sind wir doch jetzt schon wieder auf der richtigen Fährte. Oder auch meine Vermutung von der Stufe 52er Quest. Dass die Galea mittendrin hängen in der ganzen Geschichte. Und dass die wahrscheinlich auch dafür verantwortlich sind, dass der Kaufmann Wilkin ermordet werden sollte. Weil der unterstützt ja die Befreiungsarmee. Und das ist ja ein Problem für die Galea. Weil die wollen das ja zerschlagen. So. Okay. Also das Puzzle fügt sich zusammen. So, und dann werden wir mal dem Zion-Tier Bericht erstatten. Und er sagt Folgendes zu uns. Da hast du ja einiges erfahren. Und im Großen und Ganzen deckt sich das mit dem, was ich gehört habe. Die Fracht dieses Schiffes ist ein Mysterium. Und von der Mannschaft ist einer unheimlicher als der andere. Ich gehe davon aus, dass dieses Schiff den Assassinen als schwimmende Basis dient. Indem sie ihren Stützpunkt auf Wasser verlegen, entgehen sie einer Überwachung durch örtliche Behörden. Mein Bekannter bei den Gelbjacken hat sich auch schon für mich umgehört. Es stimmt, dass dieses Schiff dem äußeren Anschein nach Handel mit Ratz Athan treibt. Doch in Wirklichkeit nimmt es auf hoher See Kontakte zu den Galeeren auf. Unser Problem ist, dass alle Papiere korrekt ausgefüllt wurden und es sich offiziell um ein Handelsschiff handelt, das wir nicht ohne weiteres durchsuchen können. Selbst die Gelbjacken wagen es nicht, wegen diesem Schiff ein Fass aufzumachen. Okay.
Wenn wir nicht ohne triftigen Grund an Bord gelangen können, würde ich sagen, uns bleibt nichts anderes übrig, als selbst einen entscheidenden Beweis zu entdecken. Dazu werden wir die Fracht genauer unter die Lupe nehmen müssen. Wir werfen einfach nur einen unschuldigen Blick auf die Kisten, die schon zur Verladung an den Kai gebracht wurden. Naja, ob das so einfach vonstatten geht. Da rieche ich doch schon förmlich eine Kampfhandlung. Freut mich. Und hier sehen wir auch die Gelbjacken. Ja, also, hier der Firkman, oder Firkmann, so heißt der. Das ist eine der örtlichen Behörden hier. Also, die sind sozusagen für die Sicherheit hier im Bierhafen zuständig. Mal gucken, was der so sagt. Was hat der zu uns? Der Firkman sagt Folgendes. Mann, hab ich einen Brand. Geht doch nichts über ein kühles Dunkles nach getaner Arbeit. Ich freue mich den ganzen Tag auf nichts anderes. Okay, also sind echt alle am Bechern. Das ist unglaublich. Jetzt wissen wir auch, warum es Bierhafen heißt hier. Es wird nur Bier konsumiert. So, wen haben wir hier? Den Skribrlir. So, was sagt der? Jeden Tag versuchen Schmuggler aufs Neue ihre Waren an die Zollbehörde vorbei nach Wilbrand hereinzuschleusen. Es ist unsere Pflicht als Gelbjacken, diesem Treiben ein Ende zu setzen. Ja, aber es wird halt schwierig, wenn sie halt nicht hier ordentlich entladen, wisst ihr? Und wenn die dann irgendwie die Übergabe auf offener See machen, naja. Mal schauen. So. Also, da vorne sehen wir schon X und Tier am Rumschnüffeln, ganz unauffällig. Einsam und allein. Ist das hier das Schiff von denen? Oder liegt das erst noch an, um dann hier schnell die Ladung entgegenzunehmen? Mal schauen. So, und X und Tier sagt, ich habe mir die Fracht hier angesehen und da steht eine Kiste, die fest verschlossen ist. Sie aufzubrechen würde wohl etwas zu weit gehen. Okay. Wo muss ich jetzt hier hin? Hier runter? Ich glaube, hier war ich noch nie gewesen. In der Ecke. So. Was haben wir hier? Zurück zum Schiff, schnell! Aha. Da haben wir noch einer von den Leuten, oder? Ist der auch tätowiert? Ja, der hat auch die Tätowierung im Gesicht. Das ist also einer der Mannschaft. Den wir wahrscheinlich gleich hier mal vermöbeln. So, was haben wir denn da? Okay. Leider kann man es nicht lesen, was drauf steht. Die heiße Ware. Frachtkiste. Das schauen wir uns mal genauer an. Auf geht's. So, die Kiste enthält einen galliäischen Erzheimtank. Okay. Oh, ja. Da haben wir Gegner. Auf geht's. In den Kampf. Die unheimlichen Assassinen. Das war abzusehen. Aber die haben keine Chance gegen uns. Wir sind einfach zu stark. So, weiter geht's. Aber irgendwie interessanterweise sind es irgendwie nur mal zwei Gegner. In der 52er Quest waren es auch nur zwei Gegner gewesen. Könnten ruhig ein bisschen mehr sein, muss ich sagen. So, auf geht es. Und da ist er down. Tja. Die unheimliche Meuchelmörderin ist tot. Oh. Ach. Hier, die Adriana macht auch gerade die Quest. Ja, ich bin fertig. Gehen wir weiter. Gut, das heißt. Was für ein Tank war das denn? Und wofür ist dieser Erzheim-Tank notwendig? Keine Ahnung. Mal schauen. So, sprechen wir mit X und Tier nochmal. Und er sagt Folgendes: Hey, hattest du Probleme? Ist noch alles dran? Jojo, bei mir ist alles dran. Die Kisten enthalten also Erzheim-Tanks sowie Rationen aus Galemalt. Was waren nochmal die Erzheim-Tanks? Die sagen mir irgendwas. Also Erzheim sagt mir was vom Begriff her. Aber was hat es mit den Tanks auf sich? Was war das nochmal? Und Rationen. Okay, also auch Nahrung. So, und er sagt noch Folgendes. Wenn wir das melden, wird man die Besatzung unverzüglich festnehmen. Du hast noch etwas entdeckt? Ach so, ja, anscheinend. Ein robuster Eisenschlüssel. Wo habe ich den denn aufgejabelt? Was steht denn dran? Ein besiegter Angreifer hat diesen Schlüssel fallen gelassen. Okay. Bitteschön. Und X und Tier sagt, du wurdest angegriffen und als du die Übeltäter erledigt hast, hat einer von ihnen einen Schlüssel fallen gelassen? Naja, wäre doch ein toller Zufall, wenn der in die fest verschlossene Kiste ja passt. Ich werde den Gelbjacken berichten, was wir herausgefunden haben.
Schau du dir die verschlossene Frachtkiste an und probier mal, ob der Schlüssel passt. Oh Gott, jetzt bin ich aber gespannt. Was befindet sich da noch drin? Aus dieser Kiste hörst du ein leises Wimmern? What? Im Menschenhandel? Ist da jemand drin? Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub, da ist jemand drin. Oh mein Gott. Betreiben die wirklich Menschenhandel? Das gibt's nicht. Unglaublich. Und da haben wir eine junge Dame mit dem Namen Arya. Und die Dame sagt Folgendes. Wo bin ich? Und Arya sagt noch, ich muss geschlafen haben. In dieser Truhe. Warum? Ich kann mich an nichts erinnern. Und dir kann ich entweder antworten, was sagst du zu diesem Mädchen? Entweder du kannst dich an nichts erinnern oder hast du einen Namen? Ne, den Namen haben wir ja gerade schon erfahren, oder? Aber komm, frag mal, kannst du dich nicht noch an was erinnern? Und Arya sagt, doch, ich, ja, ein Wort, Arya, ich glaube, das ist mein Name. Was antwortest du? Entweder ja, wenn du meinst, oder das ist ein schöner Name. Naja. Ich sag mal, das ist ein schöner Name. Und Arya sagt, danke, das ist sehr nett von dir. Und du bist? Na, ich bin Sarina Levis. Und Arya sagt, Sarina, danke, dass du mir geholfen hast. Und Ixo und Tia kommt auch dazu und sagt, Sarina, alles in Ordnung? Was ist passiert? Hä? Was ist denn los? Was ist los, Arya? Und X und Tia sagt, dieses Mädchen steckt in der Kiste? Sind diese finsteren Typen etwa nicht nur Auftragsmörder, sondern auch noch Sklavenhändler? Die Bande, die dich entführt hat, könnte ganz in der Nähe sein. Wir sollten uns erstmal vom Staub machen. Was ist los, Arya? Warum so verschreckt? Und X und Tia sagt, hey, nun guck mich nicht gleich so an wie ein verängstigtes Opo-Opo. Sarina, sag doch mal was. Und entweder sage ich, keine Angst, der beißt nicht. Oder, das ist ein mächtiger Magier. Na, ich glaube, wenn ich sage, ein mächtiger Magier, das entspannt die Situation jetzt nicht. Aber ich sag mal, keine Angst, der beißt nicht. Und Arya sagt, wirklich? Wenn du das sagst, Sarina, dann glaube ich dir. Und X und Tia sagt, ich kann mich wirklich glücklich schätzen, dass du mich begleitet hast. Lass uns erstmal eine Unterkunft finden. Unglaublich. Sind es wirklich Menschenhändler? Also jetzt nimmt es ja echt Ausmaße an. Oh wei. Also ich habe ja echt jetzt mit vielem gerechnet. Also, dass da so Waffen drin sind, eine Menge Alkohol oder ich weiß nicht, aber dass eine Kiste jetzt ein Mädchen drin ist, also üble Nummer. Also Menschenhandel, das ist natürlich jetzt schon eine ganz andere Liga. Das kann natürlich sein, dass diese Arya auch eine entführte Tochter von einem Kaufmann aus Alamigo ist, oder? Das wäre naheliegend, denn bis jetzt war immer die Konstellation gewesen, es werden Mädchen entführt, um an den Vater ranzukommen, der die Befreiungsarmee in Alamigo finanziert. Und die haben die dann umgebracht. Also die Assassinen der Galea haben ja dann die Kaufmänner umgebracht. Ist jetzt auch wieder ein weiterer Kaufmann davon betroffen? Also es wäre wirklich sehr naheliegend. Aber das macht es natürlich jetzt nicht gerade besser. So. Und da sind wir bei Arya. Sie ist schon komplett kaputt und erschöpft. Na gut, die ruht sich aus. Dann sprechen wir mit Zio und Tia. Unglaublich. So, und Zio und Tia sagt, das Mädchen ist ins Bett gefallen und sofort eingeschlafen. Sie muss unglaublich erschöpft gewesen sein. Ja, ganz ehrlich. Ich meine, wenn die da in der Kiste schon keine Ahnung wie lange steckt, dann wundert es mich nicht.
Lass uns kurz rausgehen. Da können wir ungestört über die Mörderbande unterhalten. Okay, machen wir. So, auf geht es. So, und X und Tier sagt noch, was das Schiff angeht. Dank all der Beweise, die wir entdeckt haben, haben die Gelbjacken sofort einen Trupp entsandt. Aber das Schiff war schnell weg. Es ist ausgelaufen, bevor die Gelbjacken es entern konnten. Wenigstens werden die örtlichen Behörden die Aktivitäten dieser Banditen jetzt genauer im Auge behalten, was ihnen das Leben ziemlich erschweren dürfte. Das Problem ist dieses Mädchen, Aya. Sie erinnert sich an nichts und ich würde mich nicht wundern, wenn man ihr irgendeine Droge verabreicht hätte. Vielleicht hat man ihr ein Mittel gegeben, das die Erinnerung auslöscht. Der Plan war sicherlich, sie mit einem magischen Siegel zu einer willenlosen Marionette zu machen, so wie all die anderen. Okay, ein anderer Ansatz. Das kann natürlich auch sein, dass sie auf diese Art und Weise halt ihre Armee oder ihre Rekruten rekrutieren. Wenn man es so sagen kann. Okay. Was für ein Glück, dass wir sie retten konnten. Jetzt muss nur noch ihre Erinnerung zurückkehren. Wir sollten abwarten, bis es ihr besser geht. Falls sie sich erinnert, können wir dort unsere Suche fortsetzen, wo sie herkommt und vieles mehr erfahren. Dann erfahren wir vielleicht auch, wie genau sie in die Hände dieser Banditen geraten konnte. Ja, und somit schließen wir die Quest ab. Abstufe 54 mit dem Namen Eine schicksalhafte Begegnung. Also jetzt nimmt ihr aber ordentlich Fahrt auf von der Story. Also das sind schon so Story-Stränge, mit denen ich jetzt nicht gerechnet hätte. Also, das ist jetzt übel Nummer. Also, Heidewitzka. Bin ein bisschen sprachlos. Also diese Thematik haben wir bis jetzt auch noch nicht so gehabt. Ich meine jetzt auch in der Stufe 52 Quest des Rotmagiers hatten wir so ein bisschen die Flüchtlingsthematik auch aufgegriffen, rein von der Story her und das auch in Verbindung mit der Befreiungsarmee in Alamigo und. Und jetzt geht's hier in den Menschenhandel rein. Also das ist jetzt echt eine fiese Nummer. Und jetzt bin ich noch neugieriger, was wirklich mit der Aya passiert ist und wo sie aufgegriffen wurde und ob sie nicht doch vielleicht auch eine Tochter eines Händlers aus Alamigo ist. Also ich bin echt gespannt. Ich bin schockiert und gespannt zugleich. Das ist ein bisschen gruselig. Und da werden wir auch gleich mal direkt weitermachen. Denn, ihr habt es schon gesehen, ich bin ja auch schon Level 56, um es genau zu sagen, Level 57. Das heißt, ich kann jetzt nahtlos auch die nächste Quest aufnehmen. Aber bevor ich das mache, möchte ich nochmal kurz einen Hinweis geben, dass es ja auch eine neue Fähigkeit gegeben hat, ab Stufe 54, die auch recht nett ist, mit dem Namen Erz Vita. Und das bewirkt Folgendes, du regenerierst Lebenspunkte des Ziels, Heilpotenzial 350. Und schaut so aus. Also man kann sich selbst heilen oder auch andere Mitspieler. Und da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass das schon ziemlich cool ist. Besonders wenn ihr mal einen Tank irgendwie stirbt in der 4-Mann-Instanz, beim Boss oder so. Da kann man schon ordentlich gegenheilen mit dieser Fähigkeit, zumindest im Levelbereich, in dem ich mich befinde. Denn Erz Vita ist ja nicht nur an sich ein Cast, sondern auch anschließend durch die Doppelzauber-Thematik auch dann der nächste ist ja auch wieder ein Instant-Cast. Also ein Instant. Ne? Das wisst ihr ja. Rotmagier einmal casten, anschließend einen Zauber, der ein Cast wäre, kann man instant, also sprich sofort nutzen. Und das gilt natürlich auch für Erz Vita, was also Doppel-Heal bedeutet. Und das ist sozusagen recht nett. Und für mich entwickelt sich der Rotmagier vom Gefühl so zum kompletten Allrounder. Also nicht nur, dass er Schaden selbst gut fährt als Damage-Dealer, sondern hat auch gewisse Support-Fähigkeiten. Und das bestärkt natürlich auch jetzt meine Vermutung mit Erzvita. Und ich glaube auch, dass in der Zukunft wir noch weitere nette Eigenschaften des Rotmagiers zusammen herausfinden werden. Aber bevor wir das machen, werde ich jetzt mal einen kleinen Cut machen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, zu der weiteren Jobklassenquest ab Stufe 56 des Rotmagiers hier vor Ort. Und sollte euch das gefallen, was ich hier betreibe, schreibt in die Kommentare eure Meinung zu dem Thema und zu der Story, sowie was ihr persönlich denkt, wie das ausgehen wird. Ja, also schreibt mal rein und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend, egal wie viel Uhr wir haben. Bis zum nächsten Mal, euer Cyrena Levis.